Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde und solche, die es noch werden wollen, zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch zu einer neuen Kategorie auf meinem Kanal. Ihr werdet es im Titel schon gelesen haben. Es geht um das Thema Simracing. Warum Simracing? Ganz einfach. Ich habe mich gefragt, wie kann ich vier Dinge, die ich liebe, die ich gerne mache, die ich als Hobby habe, miteinander vereinen und euch daran teilhaben lassen. Diese vier Dinge sind YouTube, Gaming-Videos produzieren, Livestreaming auf Twitch, Link ist unten in der Videobeschreibung, und Motorsport. Was war das vierte? Habe ich nicht gesagt vier Sachen? YouTube, Livestreaming, Motorsport. Vielleicht waren es doch nur drei. Okay. Also, wie kann ich diese drei Sachen miteinander am besten verbinden? Nun, ich habe leider nicht das Geld für einen Rennwagen und auch leider nicht das Geld für eine Rennlizenz. Von daher lag die Antwort eigentlich auf der Hand. Und zwar Simracing. Ich habe mich damit im Vorfeld ein bisschen auseinandergesetzt. Ich meine, natürlich habe ich in der Vergangenheit schon mal irgendwie auf der PlayStation mit einem alten Lenkrad von was weiß ich nicht wann mal rumgedaddelt. Aber alles halt noch sehr, sehr unprofessionell. Und ich habe mir überlegt, ich werde mich mit dem Thema mal ein bisschen mehr beschäftigen. Simracing, was gibt es für Equipment? Was sollte man beachten? Ja, all sowas eben. Und wer meine Kanäle verfolgt, der weiß, dass ich vor ein paar Tagen schon auf Twitch mit den Livestreams in Dirt Rally 2.0 angefangen habe. Sehr geil übrigens, kann ich nur empfehlen, dieses Spiel. Aber auf jeden Fall spielt es mit dem Lenkrad. Wenn ihr es einmal mit dem Lenkrad gespielt habt, dann wollt ihr es danach sowieso nicht mehr mit dem Controller spielen. Also so viel sei mal gesagt. Ja, wer das verfolgt hat, der weiß ungefähr, wie das dann aussieht, wie das abgeht. Wer das nicht verfolgt hat, dem gebe ich jetzt mal eben eine kurze Einführung darüber, wie ich das so mache, was ich hier so stehen habe, wie mein Equipment aussieht, etc. Also, ich switch mal kurz rüber auf ein anderes Video und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann! So Leute, da bin ich wieder. So, ihr müsst jetzt bitte den Ton und das wackelige Bild entschuldigen, aber da das Kabel meiner Streamcam leider etwas zu kurz ist, muss ich jetzt mal eben hier umswitchen auf meine Smartphone-Kamera. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, zum Equipment, was wir hier haben. Wir haben hier das Logitech G27. Das ist mittlerweile schon etwas in die Jahre gekommen, aber für den Einstieg ins Simracing durchaus noch zu gebrauchen, da das schon ein sehr gutes Force-Feedback hat. Das Ganze ist natürlich im Komplettset, hier einmal rüber, mit dem Schalthebel. Ja, hier seht ihr schon, ihr habt hier eine 6-Gang-H-Schaltung mit Arretierung für den Rückwärtsgang. Das heißt, runterdrücken und rechts rüber, dann habt ihr einen Rückwärtsgang drin. Und diverse andere Knöpfe noch, um dann im Spiel die Einstellung zu machen etc., damit ihr nicht ständig auf der Tastatur rumhämmern müsst und oder zusätzlich noch ein Joypad anschließen müsst. So, so viel mal dazu. Was ich mir zusätzlich noch geholt habe, ist Folgendes. Ich habe mir noch eine wunderschöne, könnt ihr sehen, ja, könnt ihr sehen, ne? Eine wunderschöne Fly-Off-Handbremse dazu gekauft. Die habe ich für ungefähr 70 Euro bei eBay geschossen, ja. Kann ich nur empfehlen, wenn man gerade so wie ich auf Rallye steht und gern Rallye fährt, dann macht das Ganze auf jeden Fall eine ganze Menge mehr Spaß. So, so dieses ganze Equipment hier steht aktuell auf dem Wheelstand Pro. Das ganze Set hat mich ungefähr 270 Euro gekostet, inklusive der Handbremse. Also gar nicht mal so teuer, um ins Simracing einzusteigen. Das Einzige, was ich machen musste, da der Wheelstand Pro leider nicht für Schalthebel und Handbremse konzipiert ist, musste ich hier ein bisschen improvisieren. Und da habe ich einfach mit einer Schraubzwinge und mit der Halterung von der Handbremse das Ganze auf eine dicke Holzplatte gezimmert, sage ich mal, und diese dann unten an das Blech vom Wheelstand noch mit dran gemacht. Ist improvisiert, aber fürs Erste tut es seinen Zweck, ja, es funktioniert.
Mal gucken. In der Zukunft kann man da sicherlich noch besseres Equipment bekommen, aber für den Anfang reicht das erstmal. So viel zum Equipment. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder rüber an den Rechner. Bis gleich. Ja, Leute, das war das Equipment. Jetzt habt ihr das Equipment gesehen für meinen Einstieg in die Sim-Racing-Welt. Ja, für die, die Sim-Racing nicht interessiert, keine Angst, es wird auch weiterhin noch anderen Gaming-Content auf meinem Kanal geben, selbstverständlich. Ich habe es ja im letzten Drug-Dealer-Video schon angekündigt, oder in zwei Videos mittlerweile schon, dass auf jeden Fall als nächstes wieder etwas Gruseliges kommen wird. Daran arbeite ich auch schon, aber mir fehlt aktuell noch die Zeit, das Projekt wirklich ins Rollen zu bringen. Und vor allen Dingen darf ich ja auch die aktuell laufende Serie, den Drug Dealer Simulator, nicht ganz vernachlässigen. Ja, ich denke, das Einzige, was euch jetzt noch fehlt, ist Gameplay. Und da würde ich sagen, starten wir direkt mit Dirt Rally 2.0, denn das ist das, was ich momentan mit dem Equipment fahre und was mir momentan noch am meisten Spaß macht. Von daher würde ich sagen, holen wir direkt rein. Ich baue hier gerade noch ein bisschen um und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da bin ich wieder. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut, habe das Equipment an den Start gebracht, alles soweit vorbereitet. Das Spiel ist schon geladen, könnt ihr auch sehen. So, was haben wir da jetzt? Wir haben als erstes mein Team, Events Garage Mitarbeiter. Dort könnt ihr eure Karriere als Rallye-Fahrer quasi verwalten, sprich die ganze Firma drumherum. Ihr könnt Mitarbeiter einstellen, verbessern, entlassen etc. Das machen wir jetzt aber nicht, denn die Karriere werde ich heute Abend im Stream anfangen, oder besser gesagt, wenn ihr dieses Video hier seht, habe ich sie schon angefangen, und zwar am Montag, denn heute ist bei mir Montag, bei euch ist wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann ich es schaffe, dieses Video zu veröffentlichen. Ist hier immer mit dem Hochladen ein bisschen problematisch. So, dann haben wir als nächstes freies Spiel. Die historische Meisterschaft läuft aktuell schon, da gehen wir jetzt nicht rein, denn die habe ich im Livestream angefangen, die letzten zwei Mal. Wobei ich da jetzt aber Abstand von nehmen werde und im Livestream die richtige Karriere anfangen werde. Dann könnt ihr ein komplett benutzerdefiniertes Rennen oder Online, Einzel- oder Online-Rennen bzw. Meisterschaft erstellen. Wollen wir jetzt aber auch nicht machen. Dann könnt ihr die Rallycross-Meisterschaft hier noch fahren. Machen wir jetzt aber auch nicht. Dann habt ihr natürlich die RaceNet Clubs. Dafür müsste man sich ein Konto bei Codemasters erstellen. Und dann könnt ihr da mit euren Kumpels oder halt auch in richtigen Events mitfahren, wo es dann auch teilweise wo ordentlich um was geht. Soweit bin ich aber noch lange nicht, wie ihr gleich sehen werdet. Dann habt ihr hier freies Fahren. Da seid ihr auf eurem hauseigenen Parcours quasi unterwegs. Nennt sich Dirtfish. Hier fliegt eine Fliege rum. Wozu habe ich eigentlich ein Fliegengitter? Ja, da könnt ihr so ein bisschen eure Skills testen. Da habt ihr auch freie Fahrzeugauswahl. Da könnt ihr aus allen Fahrzeugen wählen, die es gibt in diesem Spiel. Und dann haben wir das Zeitfahren. Das machen wir jetzt einmal, denn dieses Video hier generell soll ja nur eine kleine Einführung für euch sein, ja, in meinen Einstieg in die Sim-Racing-Welt. Also in Zukunft kommt da natürlich noch mehr Content, krasser Content hoffentlich. So, wir fahren jetzt hier einmal in Deutschland, Baumholder auf dem Verbundsring. In diese Strecke habe ich mich irgendwie verliebt, ja. Und dann fahren wir mit dem Polo GTI R5. Ich bin normalerweise kein VW-Fan, überhaupt nicht. Wer mich kennt, der weiß, ich stehe auf Japaner, hochgezüchtete Japaner. Habe auch selbst schon einen gefahren, der existiert aber mittlerweile leider auch nicht mehr. Deswegen würde ich am liebsten eigentlich einen Subaru fahren, aber auf dieser Strecke habe ich bislang mit dem Polo die geilsten Zeiten gefahren. Und der lässt sich halt auch richtig, richtig gut fahren. Von daher nehmen wir den. Wir spielen aktuell, oder ich spiele aktuell noch mit einem Automatikgetriebe. Ich habe es einmal mit der H-Schaltung hier versucht. Es hat, ich bin kläglich gescheitert, sagen wir es mal so. Also das übe ich definitiv
außerhalb des Videos mal ein bisschen damit besser umgehen zu können, denn ihr müsst halt nicht nur hier schalten, sondern auch wirklich wie in Real Kupplung treten mit allen Pipapo, so, und dann noch Handbremse lenken. Mir fehlt da gerade noch so ein bisschen die Koordination, aber wie gesagt, ich mache das jetzt ungefähr 3 Tage, 3, 4 Tage, und von daher denke ich, da ist definitiv noch Potenzial nach oben, Luft nach oben auf jeden Fall, jede Menge. Was ich auch schon mal ausgetestet habe, sind die Schaltwippen hier am Lenkrad. Ja, ich habe ja so schöne Schaltwippen. Damit hat es ganz gut funktioniert. Dennoch war ich auch damit noch nicht in der Lage, meine Bestzeit zu schlagen. Auch das übe ich noch. Wenn ich dann irgendwann soweit bin, lasse ich euch natürlich daran teilhaben. Mal gucken, vielleicht mache ich auch noch mal so ein ganz peinliches Video, wo ich mich mit der Haarschaltung hier etwas mehr beschäftige. Ja, was gibt es noch zu sagen, bevor wir starten? Wichtig wäre noch zu sagen, dass was aktuell noch ein bisschen suboptimal ist, ist ganz einfach der Stuhl, auf dem ich hier sitze. Ja, ihr kennt den, das ist mein normaler Gamerstuhl, den ihr immer im Hintergrund seht. Ich bin auch super zufrieden mit dem Ding, das ist ein super Teil. Aber fürs Simracing eher ungeeignet. Die Sitzposition als solches ist zwar gut, das Problem ist halt, dass ich hier auf einem Echtholzfußboden stehe. Und das Ding ständig hin und her rollt. Also Echtholzfußboden mit hier so einer komischen Büroauflage, damit ich den Boden nicht kaputt mache. Aber das Ding, das rollt halt hin und wieder, besonders wenn es auf der Strecke mal richtig hektisch wird. Suboptimal werde ich mir für die Zukunft noch was einfallen lassen. Mal gucken, wie das alles wird. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Gut, dann würde ich sagen, wir quatschen nicht mehr lange rum. Wir haben auch schon echt genug gequatscht in diesem Video. Und dann starten wir direkt. So, jetzt seht ihr schon, Handbremse ziehen. Also wir müssen beim Start immer die Handbremse ziehen, sonst können wir hier nichts machen. Wir können Gas geben, wie wir wollen. Da passiert einfach nichts. Also immer die Handbremse ziehen. Und ganz wichtig, auch erst bei 0 loslassen. Denn sonst gibt es einen Frühstart und ihr kassiert, ich glaube, 10 Sekunden Strafe. Und das muss ja nicht sein, ne? Das wollen wir nicht haben. 5, 4, 3, 2, 1, los. 60, voll links über Kuppe, 130, 3 rechts, macht auf über Kuppe. Da seht ihr jetzt schon ganz leicht meinen Geist vor mir, der ist schneller. Also was ihr da vor mir gerade seht, ist meine beste Runde. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich bei dieser Runde auch die Handbremse noch nicht hatte. Ich befinde mich ja generell noch absolut im Training hier. 60, langsam, 5 rechts, in Abzweig, 2 links, 30, 6 links über Kuppe, macht auf, 30 Gabel, 4 rechts, 30 langsam, 5 links lang, 20 Abzweig, kehre links, macht auf, über Kuppe, 30 Abzweig, 2 rechts, 120, so, und was das Lenkrad hier teilweise so an Force-Feedback zurückgibt, das ist Wahnsinn. Das ist sowas von krass, wie das Ding manchmal an euren Arm reißt. Aber, seht ihr, das war jetzt schon wieder. So, das wird nichts. Das wird keine schnelle Runde, denn ich weiß, dass ich auf der Runde, die mein Geist da gerade fährt, fehlerfrei gefahren bin. Weitestgehend. So, wo war ich gerade? Force-Feedback ist heftig. Richtig heftig. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit einem Direct-Drive-Lenkrad von Fanatec, Heusingfeld etc. Ich weiß nicht, ob ihr die Marken alle kennt. Aber das kann ich mir halt aktuell noch nicht leisten. Wie gesagt, das Equipment hier hat gute 270 Euro in Anspruch genommen. Und so ein Fanatec-Lenkrad mit einer vernünftigen Direct-Drive-Wheelbase, da könnt ihr schon mal 1000 Euro hinlegen. Ja, und da habt ihr nur das Lenkrad. In 5 links über Kuppe lang. 50. Ich glaube, da hätte ich die Handbremse jetzt gar nicht gebraucht. 1 links Abzweig. Macht zu. Don't cut. 30. 6 rechts. 130. Kuppe. 50. 6 rechts. 80. Ein bisschen cutten hier. Langsam. Auch manchmal ganz wichtig. 6 links. Sehr lang. Links, don't cut. 150, langsam. Ja, ihr habt das gerade gehört, meine Beifahrerin sagt, don't cut an manchen Stellen. Da solltet ihr halt die Kurve nicht schneiden, weil irgendwas im Weg ist. Steine oder sonst irgendwie was. In T verdeckt,
2 aber war gerade auch zu langsam. Mein Geist ist weit voraus. Links lang. Liegt aber, 80, liegt aber ganz einfach auch daran, dass ich jetzt die ganze Zeit quatsche. Wollte ich eigentlich gar nicht. 2 links. Normalerweise 50, bin ich voll konzentriert beim Fahren. Links lang. Macht auf. 30, wer meine Streams gesehen hat, der weiß das. Über Kuppe in 4 wer sie noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall 80, mal rein auf Twitch. Links, ich versuche es immer montags und mittwochs, die Racing-Streams zu machen. Macht auf 6. Sehr lang, macht zu. 40. Ist auf jeden Fall immer witzig und jede Menge Action. 4 links lang, macht auf, über Kuppe, sehr lang. Langsam 50. Abzweig verdeckt, kehre rechts, don't cut. Und 5 links, über Kuppe. 20, kehre links, verdeckt. Hätte ein bisschen schneller gehen können. Voll rechts, über Kuppe. 140, über Ziel, bis Stopp. .39. Meine schnellste war übrigens eine 3.32, wie ihr gleich sehen werdet. Da seht ihr es. 3.32, 4.63 im gleichen Fahrzeug. Und ich würde sagen, wir gönnen uns hier auf jeden Fall nochmal eben das Replay, weil die sind einfach mega gut gemacht von der Grafik her und allem drum und dran. Ich gönne mir die Replays sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen in den Replays, da sieht man dann auch, an welchen Stellen man sich definitiv noch verbessern kann. Ne? Das zum Beispiel hätte noch einen Tacken schneller gehen können, wobei ich die Kurvenfahrt als solches schon sehr gut fand. Das war definitiv nicht so gut, da ist mir mein Geist auch ein bisschen abgehauen. Und bei der Kurve hier, das ist immer Glückssache, ob ich die vernünftig kriege oder nicht. Das ist immer so ein Trauerspiel. Aber ich finde auf dieser Strecke hier, klar, es ist größtenteils Asphalt. Ne? Man hat hier mit matschigen, rutschigen Untergrund nicht so krass zu kämpfen. Ne? Da war der Einschlag. Aber von den Kurven her finde ich diese Strecke hier aufgrund der vielen 90-Grad-Kurven und Haarnadeln, finde ich die Strecke hier extrem geil zum Üben. Also hier kann man auf jeden Fall die Skills mit der Handbremse schön testen und sich da ein bisschen einarbeiten, sag ich mal. Das war knapp, da hätte es auch fast einen Einschlag gegeben, sah aber geil aus. Es ist einfach echt geil gemacht. Es sieht total geil aus. Ich habe mich in dieses Spiel total verliebt. Ich habe auch noch andere Simulationsspiele, wo nicht unbedingt Rallye gefahren wird, sondern halt mehr so auf richtigen, abgesperrten Strecken. Ne? Ihr wisst, was ich meine, aller Gran Turismo. Jetzt nicht explizit Gran Turismo, aber so ähnlich. Nur aktuell fesselt mich halt Rallye echt am meisten. Also das hätte definitiv schneller sein können. Das mache ich auch sehr oft, dass wenn ich eine Strecke gefahren bin, dass ich mir die Replays nochmal angucke, allein um zu analysieren, was halt noch machbar ist, wo man durch... Da zum Beispiel, da sieht man... Da habe ich zu spät gebremst oder halt komplett auf die Handbremse verzichtet sogar an der Stelle. Da hätte ich wirklich lieber mit der Handbremse reingehen sollen. Und das fand ich jetzt sehr gut. Die Schikane habe ich selten so gut genommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, und da war ich zu langsam. Da kann man normalerweise viel, viel schneller durchgehen. Genauso wie hier. Hätte man nach der Hand, ich glaube Handbremse, Anbremspunkt war okay, aber man hätte ein bisschen stärker einlenken müssen direkt am Anfang. Die fand ich sehr schön jetzt. Und da geht's auch schon ins Ziel.
Ja, Leute, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf Racing demnächst etwas mehr, das heißt etwas mehr, es wird jede Menge mehr davon kommen, also wenn ihr Bock habt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Daumen nach oben, lasst auf jeden Fall auch ein kostenloses Abo da, klickt auf die Glocke, damit ihr in Zukunft auch wirklich gar nichts mehr verpasst und schaut beim nächsten Mal gern wieder rein. Auch gerne auf meinem Twitch-Kanal. Wie gesagt, Link unten in der Beschreibung. Montags und Mittwochs und freitags Warzone mit den Jungs. Also, bis dahin, ich bin raus, euer Fatso.